Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie predigen schon seit Anfang der Legislaturperiode, dass das Gesetz nun Wirkung zeigen soll. Wir haben das ja 2010 novelliert, auf den modernsten Stand gebracht. Wir waren bundesweit Vorbild, aber in Ihrer jetzigen, es sind 5 Jahre, wo ist denn die Wirkung bitte? Das müssen Sie uns mal hier noch mal genau darlegen, weil Sie machen ja nichts. Sie unterwandern das Gesetz und deswegen zeigt dieses Gesetz auch keine Wirkung. Und Sie erzählen hier was von Wirkung. Und mittlerweile ist es ja, ist das Gesetz nun fast 24 Jahre alt. Es sind 24 Jahre her, dass das Landesgleichstellungsgesetz in Berlin eingeführt wurde. Nächstes Jahr 25 Jahre. Und wir hatten 2010, wie ich schon sagte, novelliert. Das war damals sozusagen das fortschrittlichste Gesetz dieser Art im bundesweiten Vergleich. Eine Lücke allerdings konnte nicht geschlossen werden, und darauf werde ich ja noch eingehen. Laut Landesgleichstellungsgesetz können Frauenvertreterinnen oder die betroffenen Frauen gegen fragwürdige Auswahlverfahren, wie hier meine Kollegin am Fallbeispiel der BSR dargelegt hat, klagen. Das passiert aber aus verständlichen Gründen auch hier oft nicht. Und das Verbandsklagerecht würde wirklich tatsächlich hier Abhilfe schaffen. Und deswegen finde ich das auch den Antrag der Grünen richtig, und meine Fraktion unterstützt das auch. Wir haben ja auch 2010 diese Lücke bereits auch damals erkannt, aber leider konnten wir mit unserem Koalitionspartner SPD das nicht durchsetzen. Bei Ihnen, ja, es ist bekannt, dass es in den letzten Jahren, Herr Schneider, hören Sie. Meine Herrschaften, jetzt hat die Kollegin Sommer das Wort. Ich habe das Wort. Herr Schneider, ja. Hören Sie mal zu. Ich glaube, in dem Bereich haben Sie wirklich keine Ahnung. Hören Sie mal richtig zu. Und es ist bekannt, dass es in den letzten Jahren immer wieder grobe Verstöße gegen das LGG gab. So etwa beim Auswahlverfahren für die Berliner Polizeipräsidentin und Frau Koppers damals. Die Bewerberin hatte auch kaum eine Chance, sich dagegen zu wehren. Wir hätten, wenn wir diese Verbandsklage damals auch sehr gebraucht, aber Fehlanzeige, wir hatten es nicht. Frau Cibora, Sie haben wieder hier Ihre fadenscheinigen Argumente gegen das Verbandsklagerecht im LGG dargelegt. Sie meinen, es würde die Rolle der Frauenvertreterin schwächen. Ich sage Ihnen, das stimmt nicht. Es würde eher die Frauenvertreterin in ihrer Arbeit stärken. Das Verbandsklagerecht ist auch eine Forderung, wenn ich das mal, das ist auch kein Geheimnis, der Frauenvertreterinnen, Frau Cibora. Was Sie hier erzählen, ist völlig absurd, dass Sie sie schwächen würde. Also Sie fordern, die Frauenvertreterinnen fordern das selber. Insofern müssten Sie ein anderes Argument suchen, weil das stimmt so nicht. Ja, das Landesgleichstellungsgesetz fordert, dass in Unternehmen mit Landesbeteiligung Frauenvertreterinnen gewählt werden. Frauenvertreterinnen können gegen LGG-Verstöße klagen. Und dazu muss es aber auch Frauenvertreterinnen in Unternehmen geben, meine Damen und Herren. Und hier weniger als die Hälfte der Beteiligungsunternehmen, also fast 41%, haben überhaupt keine Frauenvertreterin im Amt. Das muss man sich mal noch mal vergegenwärtigen. 41%. Und das geht, Frau Cibora, aus Ihrer kleinen Anfrage von 2013 hervor. Und ich glaube, an dieser Situation hat sich auch kaum, auch jetzt im Jahre 2015 verändert. Kaum. Insofern muss man auch noch mal dieses Argument sich zu Gemüte führen. Also nehmen wir etwa die Messe. Angekündigt ist im Quartal 2015 endlich eine Frau zu wählen. Nun wissen wir nicht, ist das nun erfolgt oder nicht. Bisher liegen uns keinerlei Informationen vor. Das wäre aber nur, wenn es auch erfolgt ist, ein Tropfen auf den heißen Stein. Die 50%-Marke bei der Wahl von Frauenvertreterinnen in Beteiligungsunternehmen ist damit noch nicht geknackt. Und es zeigt sich auch deutlich, dass externe Instrumentarien wie ein Verbandsklagerecht her müssen. Denn wenn intern kein Wille da ist, muss die Abhilfe eben von außen kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es ist, ich glaube, es ist auch ein Trauerspiel, dass das Landesgleichstellungsgesetz permanent missachtet oder unterwandert wird. Für die Berliner Regierung ist das Wort
auch in anderen Bereichen, Gleichstellungsprogramm, Rahmenprogramm und dann. Gleichstellung ist für Sie wirklich in dieser Legislaturperiode ein Fremdwort, liebe Frau Cibora. Und das führen Sie uns jedes Mal im Ausschuss vor. Und das muss ich mal hier ganz deutlich sagen. Ein Gesetz wie das Landesgleichstellungsgesetz muss den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Das haben wir in unserer Regierungszeit gemacht. Was haben Sie gemacht? Nichts haben Sie gemacht. Insofern, ja. Und die Schließung dieser eklatanten Lücke ist überfällig. Meine Fraktion Die Linke unterstützt diesen Antrag. Und ich habe Ihnen die Argumente hier dargelegt. Stimmen Sie dem Antrag zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Sommer. Für die CDU.